Das ist Sabine Kunz. Sie ist Lehrerin und radelt jeden Tag von ihrem Haus im Nürnberger Norden zu ihrer Grundschule in Gostenhof. Den Einkauf erledigt sie mit dem Rad. Freunde besucht sie mit dem Rad. Und auch im Urlaub wird bei Familie Kunz geradelt. Das Fahrrad ist für Sabine Kunz nicht nur eine gelegentliche Alternative zum Auto. Es ist ihr wichtigstes Verkehrsmittel. Die Gründe dafür sind einfach. Ich fahre einfach total gerne Fahrrad. Also ich mag die Bewegung und ich finde es total praktisch. Ich muss nicht warten. Ich brauche keinen Parkplatz. Es ist umweltfreundlich. Es ist billig. Ich sage zu meinen Kolleginnen immer, ich muss nicht das Fitnessstudio bezahlen. Ich habe praktisch schon die Bewegung auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Sabine Kunz ist ein Beispiel für immer mehr Menschen in Nürnberg, die aufs Fahrrad steigen. Und es sollen noch mehr werden. Die Frankenmetropole will eine Fahrradmetropole werden. Seit 2008 hat sich der Jahresetat für Radwege verdreifacht. 1 Million Euro sind es allein 2013. Straßen und Brücken kosten die Stadt in diesem Jahr knapp 13 Millionen Euro. Frank Jülich ist der Leiter des Nürnberger Verkehrsplanungsamts. Aus seiner Feder stammt die Kampagne Nürnberg steigt auf. Also die Nürnberger Radverkehrsstrategie Nürnberg steigt auf ist eine Radverkehrskampagne zur Förderung des Radverkehrs, die im Stadtrat im Jahr 2009 auf Vorschlag der Verwaltung umgesetzt und eingeführt wurde. Wir verfolgen damit 4 Ziele. Zunächst erstmal, wir wollen das Radverkehrsklima in Nürnberg stärken. Wir wollen gleichzeitig die Verknüpfung mit dem ÖPNV, also den Radverkehr mit dem ÖPNV, stärker verknüpfen. Wir wollen die Unfallzahlen reduzieren und was ganz wesentlich ist, wir wollen, dass mehr Wege in Nürnberg mit dem Rad zurückgelegt werden. Das heißt, wir haben derzeit 12% Radverkehrsanteil bei allen Wegen und wollen auf 20% das steigern bis zum Jahr 2015. Ein Fünftel Radverkehr. Ein sportliches Ziel, findet Sabine Kunz. Also ich habe den Eindruck, dass der Radverkehr kontinuierlich zunimmt. Also wenn ich in der Früh in die Arbeit fahre, begegnen mir bedeutend mehr Leute als noch vor einigen Jahren. Und auch im Winter sind viel, viel mehr unterwegs als früher. Ob es 20% wirklich werden können, innerhalb von 2 Jahren, wage ich zu bezweifeln. Aber dass der Radverkehr ansteigt, das beobachte ich selber. Auf dem Weg zur Fahrradstadt wurde Nürnberg in diesem Jahr ausgezeichnet. Als erste Stadt in Bayern trägt Nürnberg den Titel Fahrradfreundliche Kommune. Nicht jeder konnte nachvollziehen, warum die Stadt die Auszeichnung bekommen hat. Auch Sabine Kunz sieht das differenziert. Also es kommt natürlich so raus, dass Nürnberg schon ganz, ganz perfekt ist für den Radverkehr. Aber mit dieser Auszeichnung ist, glaube ich, eher gemeint, dass die Bemühungen von der Stadt Nürnberg honoriert werden, dass sie sich eben anstrengen, dass Nürnberg fahrradfreundlicher wird. Und das kam, glaube ich, in der Öffentlichkeit nicht so gut, nicht so deutlich an. Also viele haben gemeint, damit wird der Ist-Zustand als sehr positiv und perfekt honoriert. Aber ich denke eher, dass es die Bemühungen angeht. Zum Beispiel, dass sie das Fahrradverleihsystem initiiert haben, dass sie mittlerweile relativ viele Abstellmöglichkeiten errichtet haben, dass sie sich darum bemühen, wenn irgendwo Fahrradwege gesperrt werden müssen, dass auch Umleitungen beschildert werden. Und da ist schon ein deutliches Bemühen zu sehen, dass Nürnberg da besser wird. Kunz ist eine erfahrene Radfahrerin. Sie weiß, an welchen Stellen es in der Stadt eng wird. Also gerade wenn ich früh morgens zu Stoßverkehrszeiten in die Arbeit fahre und den Rathenauplatz quer und dann an der Altstadtmauer entlang radle, das ist ja so ein Zweirichtungsradweg, da bemerke ich, dass so viele Radfahrer unterwegs sind in beiden Richtungen, dass es schon oft schwierig ist, aneinander vorbeizukommen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das Radverkehrsaufkommen noch wesentlich gesteigert werden würde, die Leute sind ja dann auch zu Stoßverkehrszeiten unterwegs. Da denke ich, sind manche Radwege eigentlich schon an der Kapazitätsgrenze. Das Nürnberger Radverkehrsnetz vergleicht Kunz mit einem Flickenteppich. Viele Radwege enden im Nichts.
In Nürnberg muss man sich schon vorher genau überlegen, wo man am besten Fahrrad fährt, damit man nicht auf Hauptverkehrsstraßen gerät, wo dann eben kein Fahrradstreifen ist, wo es einfach zu gefährlich ist. Ein Blick nach Kopenhagen zeigt, wie es auch gehen kann. Die dänische Hauptstadt gilt derzeit als die Fahrradmetropole schlechthin. Fast 40% fahren hier täglich mit dem Rad zur Arbeit, Schule oder Uni. Hier stellen Fahrradfahrer nicht die Minderheit, sondern die Masse. Michael Colville-Andersen ist Experte für urbane Mobilität. Den Siegeszug des Fahrrads erklärt er so. The reason that so many people use the bicycle in Copenhagen, it's really quite simple. The city has made it possible to go fast from A to B on a bicycle. They have prioritized the bicycle. If you make the bicycle the fastest way from A to B in this city, in any city in the world, people will choose to ride the bicycle. That's all we want. We're Homo sapiens, whether we're from Denmark or Germany or Brazil or Australia, we just want to get where we're going fast. And if that's the bike, then that's half the battle won right there. Fahrradfahren liegt im Trend. Städte auf der ganzen Welt wollen fahrradfreundlicher werden und lassen sich von Kopenhagener Experten beraten. Es muss nicht Jahrzehnte dauern, um eine fahrradfreundliche Stadt zu schaffen, sagt die Architektin Camilla van Deurs. We see cities moving very fast once they've taken the decision. So in Copenhagen, we have about 300 kilometers of bicycle lane. New York City, we work with them for a number of years, and they built 340 kilometers in less than 2 years. London is another city that very rapidly, with the mayor Ken Livingstone's policies to promote bicycling, are moving rapidly towards having a complete network. So we, even though the lessons in Copenhagen have been very slow, we see cities starting late but dramatically increasing the level of network. Doch in allen Städten, in Nürnberg wie in Kopenhagen, ist der Platz begrenzt. Most of us in Europe are fortunate enough to have old city centers. And they are very valued for the connectivity and the very livable environments with small grain, nice scale environments, historic city centers. But the challenge is obviously that there's limited space and we cannot fit both cars and buses and bicycles and people all into the same space. We have to make some compromises. And taking away parking and taking away cars is one of the solutions to getting the city centers become more accessible for more people to enforce also the economic development of our city centers. In Kopenhagen wird es Radfahrern leicht gemacht. Auf Fahrradschnellstraßen gelangen die Bewohner äußerer Bezirke in die Stadt. Und das oft reibungsloser als mit dem Auto. Viele neue Brücken werden ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger gebaut. So a lot of new bicycle bridges are being built or have been built the last 10 years. And that's really reconnected some of the more distant brownfields in the city to the city center and completely changed the way we think about our city. Suddenly things that are across the harbor are now very, very close to the city center. So it's also had a dramatic shift on the economic value of certain areas in the city that you can suddenly reconnect them through these bicycle infrastructure possibilities. Radfahren ist umweltfreundlich und gesund. Das allerdings ist in Kopenhagen nur Nebensache. Der Grund, wieso es so viele Radler gibt, ist ein anderer. Radfahren ist billig und schnell. Zeit ist Geld. Die Dänen sind überzeugt, dass sich das Radfahren dauerhaft für das Land rentiert. The key is looking at everything you see behind me, all of these people riding bicycles, looking at it from a very, you know, intelligent, cost-efficient perspective, an economic perspective.
we have a lot of data. We've done a lot of research and recorded it. You know, we're Scandinavians, we're very efficient that way. So basically the 36% of the population here who ride their bikes to work or school every single day, they contribute 233 million euros a year to the public health savings. Free money, just because these people are riding their, you know, 6-7 kilometers a day, checking their text messages, listening to their iPod, not fitness, not hardcore cycling, just going to work and back, going to the supermarket, picking up the kids. That's a lot of money that's just given to us by these people doing that. So that's a really positive aspect. The other statistic that I like to use is that we found out in Denmark that for every kilometer somebody rides on a bicycle, we earn 23 cents. 23 euro cents right in our pockets, free money, people are just throwing it at us. For every kilometer driven in a car, we pay out 16 cents. We throw 16 cents into a big black hole, probably a pothole in one of these roads, and we never ever see it again. So if you look at bicycles as transport, not as a subculture, as something people do on the weekends, as a way of getting around a city, it is incredibly intelligent economics to build separated infrastructure to encourage people to ride bicycles. It's really smart transport planning. There's money to be made. These people are just waiting to throw money into our pockets, and they're doing it here, and they can do it in other cities. In Kopenhagen leben rund 600.000 Menschen. Mit den angrenzenden Kommunen sind es 1,7 Millionen. Das lässt sich gut vergleichen mit Nürnberg und seinem Umland. Dass sich das Konzept für mehr Radverkehr lohnt, davon ist doch die Verwaltung überzeugt. Kopenhagen gibt jährlich etwa 15 bis 20 Millionen Euro für Radwege aus und fährt damit immer noch günstiger. Andreas Rohl arbeitet beim Traffic Center der Stadt und erklärt, wieso. If you look at like why Copenhagen is investing in cycling, it's very much because in a city like Copenhagen, with rather dense, has a climate that fine for cycling is rather flat. It's extremely efficient to have a lot of people using the bicycle to get from A to B. It's very cheap seen from the city's point of view. And one reason is that infrastructure for cycling is very cheap. It's much cheaper to build a cycle track than to build a road. Just, you know, 1 kilometer of metro costs like 1 billion Danish kroner. 1 kilometer of cycle track costs like 16 million Danish kroner. So the infrastructure is very cheap. It doesn't take up a lot of space, and then the health effects are very large from cycling. This is about people cycling to work in the morning, going on the bike home in the evening. So that is why, seen from the city's perspective, it makes a lot of sense, because at the end of the day, it kind of frees off money to invest in kindergarten and libraries and whatever else we want to invest in. Da könnte man meinen, Kopenhagen sei ein Fahrradparadies, in dem sich alle politischen Parteien einig sind. In Copenhagen, the overall picture, it has meant a lot for the work promoting cycling that all political parties are behind the focus on cycling, are behind investments in cycling. We have a lot of decisions were supported by all political parties. Our cycling strategy is supported by all political parties. But that being said, when we discuss specific projects, we have also in Copenhagen very heated discussions between political parties, arguments for and against, taking out car parking, taking out travel lanes. So we definitely have a lot of those discussions in Copenhagen as well. But what maybe is important to add is that sometimes if we have a very important corridor, we know it's in part of a very important stretch for cycling, where we maybe have 20,000 people cycling a day, there's often a general political understanding, okay, we have to take out car parking to make this stretch good, but then we might have other streets where it's not as easy to make the decision, there's more arguments for and against. So we very often have also political discussions on how to allocate space on the streets in Copenhagen. Definitely. Vielleicht sind auch die sinkenden Unfallzahlen ein Grund dafür, weshalb die Entscheidungsträger vom Fahrrad überzeugt sind. Copenhagen, we can see since the early 90s, even though we have now, I think like 25 or 30% more cycling than we had back then, we have far less accidents related to cycling or also other modes of transport. So what we can see, if you work seriously with how you design the infrastructure for cycling, you will often see more cycling, and at the same time, also in absolute numbers, less accidents. And that's what we've seen in Copenhagen, and you've seen that similar development in many other cities.
Wie auch in anderen Städten am Meer ist das Wetter in Kopenhagen wechselhaft. In einem Moment scheint die Sonne, ein paar Minuten später schüttet es wie aus Eimern. Doch das ist für die Kopenhagener kein Grund, nicht mit dem Rad zu fahren. Wenn es einem doch einmal zu nass wird, steigt er ins Taxi und nimmt das Fahrrad einfach mit. Was aber kann Nürnberg von Kopenhagen lernen? Take the bicycle seriously as transport. It's not sport or recreation. People will do that and they'll do it somewhere else. But in a city, the bicycle should be regarded as transport. It should be at the top of the hierarchy, the top of the food chain in the traffic equation. I think the most important thing is looking at how everyday life works. So how do you get from your home to your place of work, to the kindergarten, to the school, really making it easy, because we see in Copenhagen that people do not bicycle because it's cheap or because they want to exercise. They bicycle because it's the most easy thing to do. So one thing is to look at that. Parking for bicycles is extremely important, that there's ample space to park, that it's safe to park your bicycle so you know it's there when you need it again. And the third thing is really to prioritize bicycles in the whole system. For instance, in Copenhagen, the snow is cleared first from the bicycle lanes, then from the sidewalk, and then third from the car lanes in the winter. Political will is key to transforming any city. Having politicians with a vision for a modern future is important. Unfortunately, we can't pick them off of trees, whenever we want to. They're very rare, the real visionary politicians. And I think the most important thing is about thinking the trip all the way from A to B, all the way from where you are to where you want to go, and respect that people are pretty, pretty rational. So if you provide good quality for cycling, if it's faster, if it feels safe, and if it's comfortable to go on a bicycle, a lot of people will choose the bicycle instead of the bus or the car or whatever. But if it takes longer time and it feels dangerous, a lot of people will not choose to go on a bicycle. So this is about taking taking that for real and then provide that quality for people. That is by far the most important, I think. And it's much better to think in creating some corridors with good quality all the way from A to B than scatter facilities around where it might be easy to build them. At least is our experience in Copenhagen. Zurück in Nürnberg. Hier sorgt das Thema Fahrrad immer wieder für Diskussionen. Dass in der Königstraße die Radfahrer gegen die Einbahnstraße fahren können, ist das Ergebnis langer Auseinandersetzungen. Ein Sturm der Entrüstung folgte auf den Vorschlag der Verkehrsplaner, die Fürther Straße auf einer Länge von 200 Metern zu schmälern und damit auch dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen. Ungünstig ist es zum Beispiel, dass der Hauptmarkt immer noch nicht gequert werden darf offiziell. Und es ist einfach so eine Haupttrasse, wenn man ansieht, dass das sogar der Fernradweg von Paris nach Prag ist, der an dieser Stelle unterbrochen ist. Also das ist ganz ungünstig. 300 Kilometer, ein Viertel der Straßenlängen Nürnbergs, sind ausgewiesene Radwege. In vielen Straßen herrscht Zone 30. Nürnberg hat eigentlich gute Voraussetzungen, eine Fahrradstadt zu werden. Wir haben zwei Drittel aller Wege in Nürnberg, die mit dem Auto unternommen werden, sind kürzer als 5 Kilometer. Insofern ist Nürnberg aufgrund der Topografie eigentlich schon prädestiniert dafür, dass viele Wege auch mit dem Rad gemacht werden. Wir hören immer wieder, es sind viele Wege, die zu unsicher sind. Dann muss ich wiederum mehr Infrastruktur schaffen. Also das zeigt sich immer wieder. Wir müssen eigentlich in Vorleistung gehen und dann nimmt auch der Radverkehrsanteil zu. Wir sehen das ja auch an den Zahlen, die wir in den letzten Jahren erhoben haben. Radverkehr ist ein Megatrend, nicht nur in Nürnberg, sondern eben auch in allen großen Städten Europas. Doch wie der Blick nach Kopenhagen zeigt, braucht es für eine Steigerung des Radverkehrs nicht nur gute Voraussetzungen für Radler, sondern auch Einschränkungen für Autofahrer.
In der Nürnberger Verkehrsstrategie sind die allerdings nicht vorgesehen. Also grundsätzlich verfolgen wir eher die Strategie, eine angebotsorientierte Planung zu machen. Das heißt, wir wollen dem Radverkehr mehr Platz, mehr Raum, mehr Investitionen für den Radverkehr ermöglichen. Dass es ab und zu natürlich dann auch dazu führt, dass man Konflikte hat mit anderen Verkehrsarten, kommt in der Planung vor. Da muss dann die Politik Abwägungen treffen und Entscheidungen treffen pro Radverkehr oder eben dann eben diese Maßnahme verwerfen. Diese Diskussion führen wir regelmäßig im Stadtrat. Ich glaube, dass es bei den Restriktionen eher wenig Ambitionen gibt seitens der Politik, dort was zu betreiben. Beim Angebot für Radfahrer hat sich in den vergangenen Jahren in Nürnberg viel getan. Es gibt überdachte Abstellplätze, mobile Radständer, das Verleihsystem Noris Bike, Imagekampagnen und einen Fahrradstadtplan. Schon vor mehr als 30 Jahren gab es in Nürnberg Fahrraddemos. Doch es sind andere Städte, die als Deutschlands Fahrradstädte gelten. Es ist sicherlich so, dass Städte wie Münster, wie Freiburg, die klassischen Studentenstädte sind, wo allein in Münster sind 60.000 Studierende. Die prägen natürlich eine Stadt von der soziodemografischen Entwicklung her und von dem prägenden Bild her. Ich glaube, in Münster hat vor 40 Jahren auf das Rad gesetzt und hat einfach die Priorität erkannt. Auch aufgrund der Stadtstruktur hatten die gar nicht so viel Platz, alle Verkehrswege mit dem Auto abzubilden. Insofern hat sich das bewährt in diesen Städten. Die Städte sind damit immer gut gefahren. Es hat sich gezeigt, sie profitieren alle davon und dann hat man diesen Weg konsequent fortgesetzt. Dieses Umdenken hat, glaube ich, in Nürnberg einfach viel länger gebraucht und wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt an einer Entscheidung stehen, wo wir sagen, wollen wir konsequent den Radverkehr fördern, dann muss eben auch eine Priorität dann her. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Sabine Kunz konnte in diesem Sommer selbst erleben, wie es ist, in Kopenhagen Fahrrad zu fahren. Wir sind ja von Berlin nach Kopenhagen geradelt und ich habe sowohl in Berlin, was ja eine sehr, sehr große Stadt ist, als auch in Kopenhagen festgestellt, dass ich mich als Radfahrerin, als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmerin gefühlt habe. Ich wurde von den Autofahrern respektiert und es gab keine einzige Situation, wo ich das Gefühl hatte, ich bin unerwünscht, ich bin im Weg, ich störe. Und in Nürnberg ist es doch immer wieder der Fall, dass ich als Radfahrerin von Autofahrern nicht so richtig respektiert werde und angehupt werde oder geschnitten werde, dass Autofahrer sehr nah an mir vorbeifahren. Und das habe ich in beiden anderen Großstädten nicht erlebt. Also ich denke, an vielen Stellen bräuchte der Radverkehr einfach mehr Platz. Breitere Spuren, jede Spur für eine Richtung, damit man sich nicht ins Gehege kommt und nicht mit Fußgängern, Kaffeehausstühlen, Pfosten, Schlangenlinien fahren muss. Eine lebenswerte Stadt braucht Platz für Fahrradfahrer. Ob sie diesen Platz bekommen, entscheidet letztlich die Politik. Kopenhagen hat erkannt, dass Straßen nicht nur für den Autoverkehr erfunden wurden. Hier sind die Autofahrer mittlerweile froh, dass es so viele Radfahrer gibt. When you get to these levels of cycling in Copenhagen, the car drivers really recognize the fact that if all of those people on that cycle track next to me were in cars, I would be in a very, very long traffic jam.